Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in Cambridge. An der Polizeiwache. Es heißt Polizeirevier Cambridge. Und wer das Ende der letzten Folge gesehen hat, der hat das Ende der letzten Folge gesehen. Liebe Welt da draußen, wir werden jetzt zum ersten Mal auf die Prytwyn, würde ich gerne sagen, aber nein, wir waren schon mal. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Kavallerie? Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Prytwyn. Wenn sie hier ist, dann ist... Liebe Welt, darf ich mir das erlauben? Oder wollen wir uns das jetzt zum dritten Mal alles anhören? Nun, ich denke daran, dass vielleicht auch Zuseher dabei sind, die dann die letzten Folgen nicht gesehen haben und... Ich lasse es dann aber trotzdem nicht laufen. Liebe Zuseher da draußen, die die letzten Folgen nicht gesehen haben. Du bist ziemlich still. Brauchst du einen Sanitäter oder so? Ihr habt die letzten Folgen leider nicht gesehen. Wir kürzen das jetzt ein bisschen ab hier. Denn ich weiß nicht zum wievielten Mal wir das uns jetzt alles angehört haben. Irgendwer scheint das ganz gerne zu haben hier. Der will ja nur mit dem Vertibird fliegen wieder, würde ich sagen. Gut, wer ist hier, dieser Älteste? Du bist ziemlich still. Brauchst du einen Sanitäter oder so? Na, du bist ja einer. Wer ist ältester Maxon? Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stählernen Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Prytwyn jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Ich habe gerade an dich gedacht. Nach deiner Erkundung des Instituts haben wir endlich einen Bericht aus erster Hand über diese Einrichtung. So. Ja, wunderbar. Okay, ich gebe zu, es ist immer noch die gleiche Aufnahmesitzung. Und es sind nicht mal 5 Minuten für mich seit der letzten Folge vergangen und nö, ich bin nicht mehr angefressen und ich habe mein zweites Ich mal rausgeschickt. Was ist das wieder für ein Quatsch? Zweites Ich? Ja, jetzt geht's schon wieder los. Ich will davon nichts mehr hören. Und bald können wir die kleinen Leute sehen, wie Ameisen. Cool, Curry! Geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Ach, ist das nicht schön? Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Ja schon Spaß. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Prytwyn sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kerls auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Liebe Welt da draußen, wir tun einfach so, als wäre das unser erster Flug hier auf die Prytwyn. Macht ihr alle mit?
Irgendwie ist es viel dunkler als beim letzten Mal, oder meine ich das nur? Naja, da sehen wir das mal bei Nacht. Naja, das ist ja keine Nacht, aber... ist schon nah dran. Oh, ich dachte, da wäre jetzt so eine Art Riesenroboter oder sowas. Ach so, die gehören zu uns, natürlich. Sollte demnächst wieder ein Stimpack herstellen können. Paladin Dance. Das ist Dancer Captain Kerz. Oh, Paladin Dance, spring nicht. Nein. Nein. Wir bleiben weg. Wir machen keinen Unsinn hier. Curie, du bleibst bei uns, ja? Diesmal. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir. Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe Sie im Feld zum Anwärter befördert und möchte Ihre Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxen deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pultwand bleiben und weitere Anweisungen erwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Entschuldigung, Captain Kurtz. So. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Aussehen eines Soldaten? Und wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen, hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Welche Mission? Was genau ist eure Mission hier? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ältester Maxon wird gleich mit der Crew sprechen und er wird dir sicher all deine Fragen beantworten. Gibt es sonst noch was? Oder hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? Kleiner Tipp? Nicht einmal ein kleiner Tipp? Komm schon, das habe ich mir doch verdient. Ich kann dir nur sagen, dass wir aufgrund der Daten hier sind, die Dances Erkundungsteam uns geschickt hat. Alles Weitere wirst du erfahren, wenn Ältester Maxon die Crew informiert. So, Schluss mit den Fragen. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Verstanden? Das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxon mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Ältester Maxon? Kannst du mir mehr über Ältester Maxon sagen? Ältester Maxon ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Powerrüstung? Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxon dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Meine Befehle. Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxon anzuhören. Danach möchte er mit dir reden.
Sonst noch was? Keine Fragen. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Jawohl. Ja. Curie, pass auf, dass du hier nicht runterfällst und behalte die Teppiche im Auge. Willkommen an Bord. Ach. Ältester Maxon hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Da habe ich... Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass... Naja, okay. Na, sind wir zum ersten Mal hier? Psst, 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 psst. Ja. Puh, ist das warm heute. Leute, Leute. Das Kopftuch hält den Schweiß weg, das ist ja schön. Ich merke aber, das ist ein weiteres Kleidungsstück, das immer schwerer wird. Wie ist der Status? Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut, weitermachen, Ritter. Wenn es nach mir ginge, würde ich die wilden Brüder, Mutis und Synths allesamt ins Weltall schießen. Nein, wir. Mir. Okay, wir sind jetzt zum ersten Mal hier, deswegen... Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offen. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Vorbereitung auf den Krieg? Ihr Schicksal ist Ihnen wichtig? Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Die Bruderschaft ist hier, um einen Krieg zu verhindern, indem wir selbst einen beginnen. Der Unterschied ist nur, dass unser Krieg nicht jegliche Zivilisation vernichten wird. Was willst du? Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Kein Paladin? Nur ein Ritter? Warum bin ich nicht Paladin, wie Dance? Die Bruderschaft folgt einer strengen Hierarchie. Und der Rang bestimmt die Position. Ein Paladin steht einige Stufen über einem Ritter. Und Dance hat viele Jahre gebraucht, um es so weit zu bringen. Aber wenn Sie der Bruderschaft treu dienen, können Sie diesen Rang ebenfalls erreichen, davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Jawohl, ja. Ältester Maxon? Machen Sie sich ein wenig mit dem Schiff vertraut. Kommen Sie zu mir auf das Flugdeck, wenn Sie bereit für Ihre nächste Mission sind. Ja, okay. Hallo, das kann man auch anders sagen. Ja, okay, endlich sind wir auf der Pritvin, hier zum ersten Mal auf der Pritvin. Ja, wunderbar.
Ja, ich sag nichts dazu jetzt mehr zu mir selber. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Sag das nochmal. Hey. Jede Lage mit Feuer aus allen Rohren angehen. Ein schneller Weg ins Grab. Mhm. Ich habe gehört, wir dürfen mal am Rad drehen. Haben wir das nicht schon? Ja, wir sind ganz ruhig. Was sollten wir machen? Curry, was sollten wir machen? Ah ja. Das ist ja das erste Mal jetzt. Sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskralle anzulegen, nimmt ganz schnell ein böses Ende. Anzeige festziehen. So? Jetzt in der Mitte treffen. Da? Jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, nein. Du hast es schon fast. Das war's. Danke, Gelehrter. Ja. Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich enden. Wer hat das gesagt? Curie? Nein, nein, nein. Ja? Wie jetzt? Wir sind ja falsch, die Curry. Sims, die wie Menschen aussehen, sind die schlimmsten. Die verstecken sich direkt vor unseren Augen. Ich wollte nur gucken, ob der so eine Thund-Komponente hat. Hat er nicht. Moment mal. Ach so, wir haben immer noch die... die falschen. Die falschen Missionen haben wir an. Deswegen, die haben wir nicht abgegeben. Können wir vielleicht später noch. Vielleicht aber auch nicht. Joa, dann stählerne Schatten. Melde dich bei Paladin Dance. Oh, Moment mal. Da war doch noch was hinter versteckt, oder? Ich habe das Artefakt gefunden. Das gelehrte Halen Nein, Quatsch. Ältester Maxen hat mich zum Ritter befördert und mir als Belohnung eine Powerrüstung versprochen. Ich kann sie mir auf dem Hauptdeck der Pretwin abholen. Melde dich bei Paladin Dance. Ja, jetzt haben wir das doch mal richtig gemacht. Wenn dumm und hässlicher Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Oder vielleicht auch... Nix, ich hab ja nichts gesagt. Eindeutig. Hauptdeck? Hauptdeck. Paladin, wo bist du denn? Da ist er ja. Und wie sah es da draußen aus? Wir haben viel Arbeit vor uns, Bruder. Entschuldigung, Paladin Dance. Da bist du ja. Wie lief es mit ältester Maxon? Maxons Alter? Maxon scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxon ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Dein Vertrauen in Maxon? Wieso hast du so ein Vertrauen in seine Fähigkeiten? Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxon hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte. Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxon die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Er ist entschlossen. Er ist wahnsinnig. Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Du glaubst doch nicht alles, was er sagt, oder? Du solltest Maxon nicht nur an seinen Worten messen.
Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Fürsprecher? Was sollte die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxon ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Also ich mag keine Kontrolle. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich mag es nicht, wenn man mich so beobachtet. Tja, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Wenn du weiter zur stählernen Bruderschaft gehören willst, wirst du dich mit dem militärischen Lebensstil abfinden müssen. Okay, ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Mich begleiten? Musst du mich jetzt begleiten? Es könnte hilfreich sein, wenn ich bei dir bin. Aber vielleicht willst du dich den Leuten auch lieber vorstellen, ohne dass hinter dir ein Paladin steht. Ist deine Entscheidung. Nee, ich brauch keinen Babysitter. Ich gehe allein. Ich finde schon den Weg zur Tür raus. Ich bin ein Bär. Ich mach das erstmal allein und komm zu dir, wenn ich bereit bin. Wie du meinst. Ich bin in der Kantine, falls du mich brauchst. Okay. Denk mal, wir repräsentieren hier die Bruderschaft. Machen wir sie stolz. Hände runter. Wie? Eher nicht. Was? Okay, liebe Welt da draußen. Aber wir brauchen nochmal eine Abkühlungspause kurz. Wir müssen aus unserer Sauna raus. Hoffentlich bindet man uns los vom Stuhl. Lass dich nicht von Maxons Alter täuschen. Und du bist ein genialer Taktiker und ein erfahrener Soldat. Na, was? Teppich. So, dann geht es also in der nächsten Folge weiter, will ich damit sagen. Kurz ein bisschen abkühlen. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle. Moment mal, da fällt mir gerade was ein. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Nö. Kann das noch warten? Kein Problem, aber ich kann dich nicht für den aktiven Dienst freigeben, bevor ich dich nicht untersucht und dir ein Gesundheitszeugnis ausgestellt habe. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, wo bin ich denn hier? Beim Militär? Sei doch nicht so garstig. Ich bin nicht garstig. Außerdem bin ich ich. Ich muss nicht immer mit mir selber sprechen hier. Tja, ein anderer. Wer ist denn sonst noch hier? Du hörst schon Stimmen, glaube ich. Ja, immer wenn ich diese Kopfhörer aufhabe und irgendwas einschalte, dann höre ich Stimmen. Ich sehe auch manchmal Farben, komische, bunte, bewegte Bilder, immer wenn ich den Fernseher einschalte. Hallo, du hast jetzt so gut durchgehalten. Wir haben jetzt liebe Welt da draußen. Ich höre sofort auf. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.